Wobei, das kommt auf den. Nein, das kommt nicht auf den Typ an, das weil wenn es ein stiller Zwang wäre, würde ich es nicht machen. Auf die Stimmung an. Achso, du wirst bei stilles Zwang es nicht machen. Okay. So. Ja. Interessant. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann lasse ich's. Also. Den Chris hat mir nur geschrieben: Oh, du hast es selber gegessen. Nice, Bro. Ich finde es gut. Man sollte alles mal probiert haben. Ich muss mal Benny unterstützen. Ich habe das auch schon gemacht. Siehst du, das hätte ich nicht mal gedacht. Aber sag mir es nicht auch wegen Anna. Was? Nur um zu wissen, wie es mal ist. Was hast du, Felix? Dasselbe wie Benny gemacht, nur so. Um zu wissen, wie es ist. Ja, und übrigens, also ich persönlich finde Sperma bisher immer eher eklig, aber gut. Ich habe nichts geschmeckt, aber ich fand die Konsistenz auch nicht angenehm. Das muss also ich habe das einmal bis zu einem Happy End gemacht und dann dachte ich im ersten Moment so, ach, ich weiß gar nicht, warum das alle so schlimm finden und dann habe ich plötzlich einen Würgereiz bekommen. Das war eklig, ich weiß auch nicht. Das war echt so, geht ja, oder wo ist das nächste Tuch? Also, keine Ahnung, wo es dann richtig angefangen hat zu schmecken. Also, nee. Also vielleicht lag es auch an einem Typ, der war auch Raucher. Also. Man kann sein Pferd überall stehen lassen, das kommt immer nach Hause. Das ist doch geil. Jody lädt mich zum Abendessen ein und sagt, aber wenn du dich dazu entschließt, also du musst nicht kommen, aber wenn du dich dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Ja, mach mal. Oh, passend, nein. Eine dieser großen schleimigen Fische aus dem See. Ey. 19 Uhr und vergiss den Forellenbarsch nicht. Ist ja schon die nächste Woche, da kann ich Haley ja eine zerbrochene Mann! Sorry. Ich schenke Haley jetzt eine zerbrochene CD. Ich mach das sehr schönes Geschenk. Du bist aber auch echt kreativ in deinem Müll verschenken. Ich weiß erst nicht. Erst war es Lehm, Schleim und jetzt. Jetzt eine zerbrochene CD. Haben wir einen Forellenbarsch? Keine Ahnung, musst du durchgucken. Wo ist die Fischkiste? Da ist die Fischkiste. Dauer. Musst du durchgucken. Durchgucken. Mutantenkampf. Guck doch mal cool durch. Den dürfen wir niemals weggeben. Der sieht aber zu gut aus, ne? Ja, der guckt so niedlich. Niedlich? Okay. Haben wir das auch geklärt? Für Lumi ist das niedlich. Ich habe eine Sequenz. Könntest du mir eine Forellenbla angeln? Forellenbla? Ich kann dir Forellenblub nur angeln, tut mir leid. Forellenbla habe ich nicht. Im See. Den Würgereiz kennst du, Chris. Ja, und er findet Sperma lecker. Okay. Vielleicht reden wir doch wieder irgendwie über Kuscheltiere. What the fuck? Ich habe eine Sequenz mit der Blauhaarigen und die ist irgendwo im Himmelreich. Und ja, die hatten wir alle schon. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt. Ja, weil wo wir haben gerade über Sperma geredet, aber wir reden jetzt nicht mehr über Sperma. So. Übrigens, bei mir kommen noch ein paar mehr Kochrezepte. Hallo Ben, dieses Teil hat im Gerät schon etwas Staub angesammelt. Ich dachte, du könntest es vielleicht verwenden. Kennt. Ich habe eine Megabombe gekriegt. Bin ich jetzt seltsam, weil ich deinen Zusammenhang von Sperma zu Rezepten echt merkwürdig fand. Es gibt ein Rezeptbuch für Sperma. Es gibt ja noch Leute, die essen. What the fuck? Ja, tatsächlich. Es gibt ein eigenes Rezeptbuch für Sperma. Ich soll Kent in Sternfrucht vorbeibringen. Ja, in Dresden gibt es sogar in einer Bar einen Cocktail, der heißt Sperma. Ja, aber der ist ja nicht aus Sperma. Das ist ja Vortäuschung falscher Tatsache, ja? Ich bin heute echt wieder den dritten Tag. Was ist denn da los? Irgendwie fand Haley mein ich geht nein. Irgendwie fand Haley meine zerbrochene CD nicht so geil. Oh, warum das denn nur? Ich muss jetzt so einen blöden Forellenbarsch angeln, ja? Und ich bin nicht gut im Angeln. Hast du in beide geguckt? Also okay, wir haben jetzt mehr als genug Batterien tatsächlich. Wir haben noch mehr Batterien heute, was gestern wieder stürmisch war. Aber ihr habt ja auch viele von den Dingern oder Dingen gestellt. Ja, wir hatten halt ewig keine und haben irgendwie dann mal ein paar gebaut und jetzt haben wir halt Batterien noch unten. Kannst du ein paar verkaufen? Oder verschenken. Sag mal, mit See ist unter unserem Haus gemeint, oder? Klar. Ich brauche eigentlich bloß drei Stück, also... Erste Orange! Benny. Wofür brauchst du nur... Achso, du meinst wegen Iridium-Gedöns. Warum kann ich... Ach, ich brauche jetzt eine Goldachse. Oh, das ist doch bescheuert. Ich bin jetzt mit Eisen hierher gelatscht. Was willst du abhacken? Ich brauche einen Kaffee. Was willst du machen? Ich will meine Axt verbessern, dass ich dir deine zurückgeben kann. Und wofür brauchst du eine Goldaxt? Ja, Gold ist das nächste, was nach Kupfer kommt. Und erst dann kommt Eisen. Und du hast eine Stahlaxt. Erst kommt Eisen, dann kommt Gold. Ja. Gold kommt auf jeden Fall nach Eisen, weil ich habe keine Goldaxt gehabt und habe eine Eisenaxt.
Hä, ja, was brauche ich denn dann zum Verbessern? Iridium. Nein. So, der Intonation Goal einfach. Oder ach, der nimmt. Braucht Pizza. Der nimmt die beste Axt und will die verbessern. Ich dachte, du warst jetzt noch bei einem anderen Thema. Und wollte gerade fragen, was ist das? Sperma Donation Goal oder was? Alter. Keine Ahnung. Ich dachte mir jetzt, in dem Moment, wo du anfängst, ich brauche Donation Goal, dann wäre, wofür das denn? Ja, um mir einen Callboy zu holen. Ne, die Lumi bestellt sich jetzt eine Pizza und vernascht den Pizzaboy. Dann lasse ich das mit dem Sausage Pizza. Sausage Pizza. Ah je, wer war dieser Streamer, der sagt, er streamt nicht weiter, wenn er keine Donation für eine Pizza kriegt, weil er sonst kochen muss oder so? Keine Ahnung. Das könnte ich sein. Irgendein Dota-Typ macht das. Wenn quasi sagen. Bis zur Mitte des Streams nicht genug Geld zusammengekommen ist oder so irgendwie, ne? Dann hört er halt auf zu streamen und kocht. Ja. Aber also das ist auch ja, irgendwie verständlich. Das ist jetzt tatsächlich sogar ein bisschen genau verständlich. Also. Ja, German Dota, ja. Jetzt. Er hat das beste Werkzeug genommen. Irgendjemand hat mir das erzählt. Ja, oh, hi Bobby Gold. Er hat das beste Werkzeug genommen und wollte das verbessern, deswegen stand auf Gold da. Bitte, wenn ich keine Pizza bestelle, dann höre ich jetzt noch Stardew Valley auf und spiele kein Dodo heute. Was ist gelogen. Dota. Das ist gelogen. Darf ich mal 1000 Steine verkaufen, weil wir haben halt über 2000. Ja, kauf mal was. Boten, Steine brauchen wir mindestens 5000. Bringt 2000. Nein, verkauf. Go for it. Weg mit dem Quatsch, ey. Die bringen 2000. Was mache ich denn? Ich finde keinen Forellenbarsch. Weiß ich nicht. Ja. Frag mich doch nicht. Also ich finde es ja auch verdammt unverschämt, dass sie mich zum Essen einlädt und sagt, ich soll einen Forellenbarsch mitbringen. Aber hat sie nicht auch gesagt, du kannst auch so vorbeikommen? Nein, sie hat gesagt, magst du heute Abend zum Essen vorbeikommen und wenn du kommst, bring einen Forellenbarsch mit. Ja, das ist natürlich top. Heißt das jetzt, dass ich nicht kommen darf, wenn ich keinen Forellenbarsch ja. habe? Würde ich sagen, ja. Martin von GameTube? GameTube sagt mir was. Das ist aber nicht German Dota, oder ist das... Weiß ich nicht. Oder der hat vielleicht auch mal auf dem Kanal gestreamt, weil der spielt. Oder die GameTube-Leute spielen relativ viel Dota 2 tatsächlich. Echt? Mhm. Also, du, ich kenne mich da nicht mit aus. Tatsächlich waren das die, wo ich so ein bisschen Dota überhaupt... Die haben nicht gestreamt, die haben es auf YouTube am Anfang gemacht. Mhm. Ach, ist derselbe, okay. Genau. Also deswegen kann das sein, dass der dort mal auf dem anderen Kanal gestreamt hat. Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt und einfach nicht wisst, was ihr essen könnt, weil man auf nichts Lust hat? Nee. Moment mal, Ben, du bist doch derjenige, der gesagt hat, er kann Appetit und Hunger unterscheiden. Ja, aber ich habe auch immer Appetit, bevor ich Hunger habe. Ach so, nee, ich habe tatsächlich richtig Hunger, aber ich habe keinen Appetit. Ist das geil, ich gucke hier noch im Laden nach irgendwelchen Zeugs und die Verkäuferin geht gemütlich. Oh nein, ich fische ja die ganze Zeit nicht am See, sondern am Fluss, oder? Ist das der Fluss? Nee, das Lumi. Ist der See. Lumi, willst du ein Plasma-TV? Ich kann einen kaufen. Hä? Geld haben wir ja. Hier kann man Plasma-TV kaufen. Ich dachte gerade im realen Leben. Im Real wäre geil gewesen, vorne auf dem Fernseher. Was hey, du spielst doch auf deinem Fernseher. Ja, aber mein Problem ist ja, dass ich momentan meinen Fernseher immer hin und her trage, weil je nachdem, ob ich halt auf dem Sofa liegen möchte, um das Fernsehen zu gucken oder ob ich zocken möchte, trage ich ihn halt vom Schreibtisch zum Sofa oder wieder umgekehrt. Tja, Lumi, dann kommst du einfach zu mir vorbei, gibst mir einen Zehner und dann kriegst du den, der im Keller steht. Das ist allerdings nicht groß. Wie groß ist er denn? Nächste Frage. Nicht groß. Irgendwas um die... Was hat mein Bildschirm? Irgendwas um die 23 Zoll und der muss wohl irgendwas um die 25 haben. Oh, ich habe eine Zwischensequenz mit Haley. Mal 25 Zoll sind wie viele Zentimeter? Oh, ich kriege groß. Dieses Glas einfach nicht auf. 50 Zentimeter, ne? Nee, ich glaube, dann trage ich meinen lieber noch ein bisschen hin und her. Da lohnt sich die Fahrt gar nicht. Krass. Ja, okay, ich habe jetzt keinen Fischstutzen zum Abendessen. Das wäre doch mal ein krasses Giveaway. Sag mal, bist du doch ziemlich stark. Joa. Großartig, dann solltest du ja kein Problem damit haben, dieses Glas für mich zu öffnen. Okay, ich habe keinen Forellenbarsch und ich bin zu spät. Ha! Ha! Hey, du hast geschafft, du bist stärker, als du aussiehst. What? Boah, was ein nettes Kompliment. Was ein nettes Kompliment. Dankeschön. Danke! Ah, ich sag ja, Heidi, die blöde Bitch.
Lass mich im Müll wühlen. Jetzt habe ich eine Sequenz, obwohl ich keinen Forellenbarsch habe. Welche Farbe darf das Auto haben? Hi Lumida, ich wollte mir nur gerade einen Snack eine klassische. Holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Ja, vielleicht ein Hi Ben, ich wollte nur gerade einen Snack holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Jetzt habe ich die gleiche wie Lumi. Oh nein, was für eine Sauerei. Was war das für ein Geräusch? Du lieber Himmel, was ist passiert? Sag's ihr, Ben. Sam hat den Snack fallen lassen, als er ihn mir geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen gelassen. Sam hat ihn absichtlich fallen lassen, er dachte, das wäre lustig. Ich nehme die Schuld auf mich. Ja, genau, so war's. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Ben. Das ist kein Problem. Tut mir leid, Mutter. Ich mach schon sauber. Danke dir. Muss dir sagen, du hast mir doch die... Da bin ich wieder. Ich hatte die gleiche Sequenz gerade. Was hast du gesagt? Nicht dieses Trauer-Smiley. Das macht mich immer traurig. Was hast denn du geantwortet? Was? Ich habe geantwortet, dass er schuld ist. What? Und was ist da passiert? Ich habe was anderes geantwortet. Er hat gesagt, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Und er hat gesagt, ich mache sauber. Und dann war alles okay. Okay, ich habe die Mitte genommen, dass es meine Schuld ist. Und da kam es gleich. Toll. Sehr schön. Siehste? Toll. So, ich suche aber Kent für die Sternfrucht. Wo ist denn Kent? Jetzt habe ich noch eine Sequenz. Ich kriege Sequenzen nach Sequenzen. Pass auf, dass du ins Bett kommst. Ich bin gerade ins Kneipe gegangen. Jetzt habe ich eine Kneipensequenz. Eine Kneipensequenz? Ja, mit dem Schmied. Andere nennen das Filmriss. Ha, ha, ha. Wow. Hallo Ben, willst du mir nicht etwas Gesellschaft leisten? Ich muss einfach mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe furchtbares Pech mit Frauen, Ben. Ich bin ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt, ich schwöre es. Hi Olaf. Oh, die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Ben. Hast du irgendwelche Tipps? Beeindrucke Frauen mit deiner Stärke und deinem Charme. Benimm dich seltsam, um ihr Interesse zu wecken. Benimm dich natürlich. Sei du selbst. Behandle Frauen genauso wie Männer. Das sind alles Kackratschläge. Sei einfach du selbst. Das funktioniert nicht komplett. Ja, das klappt nicht ganz. Das funktioniert immer. Nein, man muss die beste Seite von sich nach außen kehren. Man darf nicht man selbst, komplett man selbst sein. Man kann nicht alles rauslassen. Man muss schon ein bisschen zusammenreißen. Nicht den ganzen Tag rülpsend und furzend neben ihr her. Ja, genau. Und was denkst du, was ich mache, wenn ich zu Hause sitze? Also kann ich nicht ganz ich selbst sein. Oh, Ben. Was, du sitzt rülpsend und furzend daheim? Ja. Was denkst du, wie schön die letzte Stunde heute auf Arbeit war, weil da war niemand mehr im Büro? Ja, es gibt Sachen, die wollen wir nicht über dich wissen. Das ist das Problem. Ich verhalte mich natürlich, aber ich hatte nie Erfolg. Hi Clint, mir ist etwa... Mit was kann ich dir heute dienen? Ja. Ich meine, ich hätte gern das Übliche mit extra Käse und viel Soße, bitte. Oh, Käse. Hey Ben. Ich guck mal, wie viel mich jetzt eine Pizza kostet. Danke, Emily, dass du meine Bestellung aufgenommen hast. Emily, ich dachte, ich habe mich gefragt... Olaf, auf wessen Seite bist du? Und übrigens, ja, Olaf ist der einzige andere Troll in meinem Chat. Der vertritt dich ganz gut, wenn du nicht da bist. Hi, schön. Hier ist dein Getränk. Nein. Benni, denk dran, heim. Ja, ich bin in der Sequenz, geht nicht. Danke, Emily. Nee, danke, Emily. Danke. Also, wie läuft deine Schicht soweit? Sehr wahr. Alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, ich schaff's noch auf dem Hof, ey. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Oh, mit mir geht es nur noch bergab. So, jetzt fahre ich doch sofort um. Ja, geil, 10 Minuten noch. Läuft! Ich wollte vor allem nur die blöde Sternfrucht vorbeibringen. Oh, ich hab's noch bis in Bennys Haus geschafft. Sonst pennt der in meinem Bett. Bei meiner Frau. Hör auf!
Ach krass, da ist noch das, was ich von gestern bestellt habe drin. Also überlegt hatte zu bestellen, wo ich mich dann doch dagegen entschieden habe. Da fällt mir ein, ich habe sogar noch was bestellt und das ist noch ungeöffnet im Flur. Hatte heute keine Zeit dazu. Achso, du meinst jetzt Post? Ja. Die Frage ist jetzt, Benni, wo schläfst du? Tja, wohl auf dir. Da kommt einfach ein Summer Splash von der Bettkante direkt auf den Bauch. Kann mal jemand für mich eine Entscheidung treffen? Was denn? Was denn? Bestellen oder nicht bestellen? Eigentlich habe ich kein Geld. Bestell. Bestell. Aber auch zu faul. Nein, nicht bestellen. Geh und mach dir was. Was soll ich denn machen? Das wäre besser. Bestell. Würstchen sind immer gut. Ich habe noch eingefrorene Frikadellen. Ja, dann nimm die doch. Du hast... Eben. Ernsthaft? Oder fragst du, was du machen sollst? Ich habe aber keine Lust auf die Frikadellen. Ich habe die jetzt schon so oft gegessen. Wie kann man keine Lust auf Frikadellen haben? Schickst du nach Dresden, ich esse die in Minuten. Weil ich verdammt nochmal Foodsaver bin und ich habe 3-4 Mal die Woche diese scheiß Frikadellen von der heißen Theke vom Rewe abgeholt. Ich kann die eigentlich nicht nehmen. Gib her! Mach bei Foodsharing mit. Frikadellen sind so lecker. Hey, wenn du was Leckeres findest, denk daran, mir etwas davon mitzubringen. Ich fress nämlich unglaublich gern. Wir futtern alle richtig gern. Ja, ich glaube... 26 Batterien haben wir. Verdammt, ich bin heiser. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Küche und guck mal, was es gibt. Guck mal. Muss ich mich wieder um alles kümmern, ja. Ach, geil. Nee, ich kann Matt noch... Was? Matt-Wurst? Ich werde schon rechtzeitig wieder wach werden. So schlecht sind die gar nicht, von Pazzo. Wenn du dir Frikadellen aus dem Tiefkühlregal holst, sind sie noch schlimmer. So von der Qualität her. Wieso haben wir eigentlich 50 rote Pilze? Was? Wieso haben wir denn 50 rote Pilze? Soll wieder sein. Wir haben 50 rote Pilze. Der Blumenkohlsaft ist übrigens irgendwie besonders nahrhaft, glaube ich. Tatsächlich. Nahrhaft. Was? Pfeif Lumi zurück schnell? Wieso soll ich Lumi zurückpfeifen? Bist du gerade in ihrer Küche? Im Stokes, sie oder was? Und hast du aus ihrem Kühlschrank gefuttert? Oder warum soll ich die zurückpfeifen? Soll was bestellen und für ihn wahrscheinlich gleich mit? Also, hast du jetzt. Wenn du jetzt für Lumi bestellt hast, das wäre hart. Das wäre tatsächlich hart. Lieber Herr Ben, letzte Nacht hat sie einen Julia-Mitarbeiter gefunden. Ihm wurden 1000 Gefühle in Service-Rechnung gestellt. Aber ich kann sie nicht zurückpfeifen. Sie ist schon weg. Lumi, du sollst zurückkommen. Stopp. Kann also nichts machen. Moment, der Pastinake ist doch hier, ne? Rinder. Lumi, komm zurück! Lass das! Es ist Denk an deine schlanke Linie! Welche schlanke? Sie hat tatsächlich deutlich abgenommen, hat sie gesagt. Echt? Ja, weil sie Sport macht und ein bisschen auf Ernährung achtet und dann ging das ganz schnell. Sport? Also tatsächlich ist das ein extremer Unterschied, wenn du gar keinen Sport machst und plötzlich mal zweimal, dreimal die Woche... Ich glaube nicht, dass ich SMS lesen würde, Chris. Selbst wenn ich das tun würde, würde sie die nicht lesen, bevor sie wieder da ist. Ich hatte eigentlich 2 Pullover zum Altkleiderding ausgesondert und letztens hatte ich einfach keine Pullover mehr und hab den einfach mal wieder angezogen. Ich so, hey, passt! Die meisten Pullover werden ja auch ausgesondert, nicht weil sie nicht mehr passen, sondern weil man die nicht mehr mag. Nee, bei mir hat es letztens einfach nicht mehr um den Bauch gepasst. Und jetzt habe ich es auch vor kurzem wieder angezogen und siehe da, tada. Sag ja, du musst mehr Sport machen. Ich habe einfach weniger gegessen über Weihnacht vor allem. Also ich wusste auch nicht, dass Lumi so lange braucht. Welchen Massen an Dingens muss sie denn da rumtragen? Ich habe schon wieder die Sequenz mit Hayley. Ja, bis später, Felix, ne? Ja, fliegt gleich aus dem Spiel mit Ansage. Ach, vorher darf ich mir noch Hayley auf einer Kuh angucken. Oh, haben wir eigentlich das nicht vervielfältigt? Das ist doch Quatsch. Warum kann man keine Herz verlieren? Das ist so bescheuert. Eigentlich kann man das, dachte ich. Naja, aber ich hab da schon 2-mal Lehm und 2-mal Schleim geschenkt. So, und abstürzen. Ich stelle den Timer ein. Ist
das Sommersaat? Jawohl, das ist Sommersaat. Perfekt. Dann wir das dann wird doch schon hier. Dunkel, jetzt habe ich ein Foto Moment mit Haley. In 13 Tage, das hätte ich nicht machen sollen. Das ist dumm. Oh, nee, es geht sogar weiter, Benny. Na, dann geht's ja jetzt, dann kannst du ja doch Haley noch daten. Was, Chris? Du sollst zurück und aufhören, was zu essen. So. Nix essen, Lumi, du darfst nichts essen, hör auf, deine schlanke Linie, lass das. Ich kann Haley doch heiraten. Hallo? Chris! Jetzt pack das Essen wieder weg und iss später was. Juhu, ich kann Haley doch. Du kannst doch jetzt nicht live im Stream essen, was soll das denn? Denk dann mal an deine Zuschauer. Ihr macht mir Angst. Das ist irgendwas im Busch, wovon ich nichts weiß. Hier ist überhaupt nichts im Busch. Der Busch wurde abrasiert. Ich habe hier jetzt gerade ein Fischfilet aus dem. Aus das Fischfilet, so ein Billigdings aus dem Tiefkühler in den Backofen gesteckt. Nein, mach das wieder weg und pack's wieder in den Tiefkühler. Kannst du später essen. Will mir der Chris eine Pizza schicken? Nein, niemals. Denkt er dran, dass ich Vegetarierin bin? Weiß ich nicht. Oh, schon bestellt. Den Fisch esse ich ja nur, weil ich ihn über Foodsharing bekommen habe. Aber das ist quasi wie Foodsharing. Dir wird Essen vor die Haustür gebracht, das du nicht bezahlst. Ja, nee. So gilt das nicht. So. Ach, das gilt dann nicht mehr. Und dann darf man keinen Fisch mehr essen. Ah. Nein, ich möchte, dass nicht das Geld dafür ausgegeben wird. Weil ich das System nicht unterstützen möchte. Nur wenn ich's quasi vorm Müll rette, dann esse ich Fleisch oder Fisch. Hast du 50 Euro bekommen? Was? Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass sie die Zucht von Futtertieren sozusagen nicht unterstützen will. Das möchte ich nicht unterstützen. Und wenn es aber halt eben, wie gesagt, im Müll landen würde, dann bevor es im Müll landet, kann es auch in meinem Bauch landen. Aber, sag mal was, weil der Fisch steckt jetzt in den Backofen, ne? Ja, Chris hat gesagt, du sollst nicht. Du sollst zurück und lass das und komm wieder her und hör auf, was zu essen und zu essen zu machen. Den hole ich ihn jetzt halt wieder raus. Ich kann ihn ja auch morgen noch essen. So ist es ja nicht. Ist doch einfach, mein Gott. Ich mach nur das, was Chris mir jetzt aufgetragen hat. Ja, wenn das jetzt schief geht, das ist Chris. Ist doch einfach. Seit wann lässt du dich von den Kerlen ja bevormunden? Nix eigentlich gar nicht, ne? Aber ich meine, das ist ja nicht schlimm, wenn der jetzt auftaucht. Man kann ja nicht nur einmal am Tag was essen. Ich könnte ihn ja auch heute Nacht essen. Ich lasse ihn aber dann ist er wieder kalt. Ja, dann mache ich ihn halt in die Mikrowelle, meine Güte. Oh, du hast eine Mikrowelle? Das ist ja Deluxe-Leben hier. Ach, übrigens, hier unten... Haben mir meine Eltern zum Einzug geschenkt, was? Hier unten in dem Dungeon, ne, wo die ganzen Abwässer sind und so, da kann man auch den Beruf ändern. Für 10.000 Goldstücke. Was kann man da? Den Beruf ändern. Wo kann man den Beruf ändern? In der Kanalisation, ganz unten, ist so ein Hund mit zwei Vasen. Ach so. Glaube ich, dass es ein Hund ist. Lumi hört halt nicht zu. Ich bin gerade verwirrt und ich bin hungrig und ich habe Fisch jetzt im Tiefkühler und habe Angst, dass jemand Fleisch für mich bestellt und ich bin durcheinander. So. Und ich kümmere mich um die Tiere. Wir haben einen Trüffel. Das Beste, was ich tun kann. Ja, den müssen wir eh noch abgeben. Ja. Den müssen wir doch eh noch abgeben. Gebe ich auch. Zack. So, bald so gibt's den nächsten Pferdestall. Ich finde, der Chris hat ja meine Adresse, ne? Also. Ich jetzt auch. Stimmt, ich reiche meine Adresse. Moment, wieso hat Felix denn deine Adresse? Ja, warum wohl? Was ist denn da schiefgelaufen? Felix toll finde? Ich möchte, dass er vorbeikommt. Okay. Da möchte ich mal Details wissen, wenn er vorbeigekommen ist. Über seine Schwanzform vielleicht. Ja, kannst du mir dann mal erzählen, ja? Ah, nee, wegen dem Bier. Ach so. Aber du hast doch, dachte ich, das in die Packstation geschickt. Nein. Ich habe eine Packstation jetzt eingerichtet, aber die Post möchte jetzt irgendwie erstmal per Ausweis sehen, dass ich das wirklich bin und das ist irgendwie super umständlich. Ich werde dich für immer lieben, wenn du mir verfeinerten Quarz bringst, Haley. So, muss ich immer noch Shane suchen, oder? Nee, nicht mehr. Wen muss ich suchen? Olaf, das ist nicht der christliche Familienstream. Definitiv nicht. Bringe Kent. Wo wohnt denn Kent? Kent ist links unten, da wo auch Sam und sowas sind. Aber da habe ich ihn nicht gefunden. Dann ist er da halt gerade nicht. Ah, da ist er doch. Bist du immer zu Hause? Ja. Hey, psst, lass die Jodi nicht sehen.
Ah, die sieht saftig aus. Die würde gefallen. Vielen Dank. Ich bin Batman. Creepy. Xeli, hallihallo, hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Valvo, da hast du einiges durcheinander gebracht. Was? Ja. Er schrieb, man weist sich auf einer Packstation mit seiner Schwanzform aus oder habe ich was durcheinander gebracht? Da gibst du einen Abdruck ab und dann musst du da immer den Schwanz reinstecken, um die Packstation zu öffnen, wie so ein Schlüssel. Und Barzo trifft es ähnlich gut. Er meint, du musst die Eichel aufs Smartphone legen und dann registrieren. Ja, der christliche Familienstream, ne? Also. Ist doch christlich. Hallo? Frag mal die Priester. So, ich gebe jetzt mal den Trüffel ab. Die kennen sich damit aus. Aufstieg in LOL. Bin schon die ganze Zeit da, war nur am Lurken. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in LOL. Das heißt, du bist jetzt über 3, 2. Hört sich doch nice an. Hast du dir ja auch verdient, wenn du nicht gerade. Abgesehen davon, dass du manchmal ein bisschen über deine Mitspieler sehr schimpfst, ist doch alles gut. Läuft doch immer gut. Spiegel. Ist über 3. Nice. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Die biometrischen Venenscanner wurden ja schon gehackt, aha. Und die Promo First Try, mega nice. Spiegelei musst du mal gucken, ob du im Restaurant dazu ein Rezept findest. Oder ich glaub, wir haben schon Spiegelei-Rezepte. Also ich kann auch schon Spiegelei machen. Na, dann mach mal eins, da haben wir ein Bündel. Ich bin schon fertig, ich hol das Bündel. Okay. Ich wollte verfeinerten Quarz mitnehmen, da war ich gerade. Aber wenn du die schon die ganze Zeit da bist, da hast du ja die Themen schon mitgekriegt. Das war ja bestimmt überhaupt nicht ablenkend beim League of Legends Spiel. Ich stelle mir das gerade super vor, wie du ganz entspannt bei deinem Pferd Lumis Gaul benannt. What? Das ist meins! Nicht mehr Fury, meins! Kann man einfach mit Rechtsklick da hingehen und es umbenennen, ja? Tatsächlich. Fury. Wow. Das benennst du wieder um. Nö. Ich reite gerade damit durch die Gegend. Ja, kann man, warte mal, Clint Essen schenken? War das gut oder schlecht? Das war gut. Der mag nur keine Mineralien. Oh Gott, ich hab das ist ein lustiges mehr. Geschenk, danke. Ich habe nämlich Honig geschenkt. Oh Mann, ey. Ah, du hast etwas Gutes geleistet, danke. Salat. Olaf, ach du meine Güte, bist du sicher? Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Oh cool, dann haben wir das Gemeindezentrum fertig, Leute, gell? Oder? Nee, nein. Fehlt noch was. Das ist großartig, danke. Ich dachte gerade. Wir brauchen immer noch Heu und ich weiß immer noch nie, wie wir an das Heu kommen sollen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu früh geupgradet. Wir können unten welches kaufen, glaube ich, bei Mani. Ja, du kannst Heu kaufen, das stimmt. Okay, dann holen wir das dort her und den. Also wir brauchen noch Weizen. Heu und 3 Äpfel. Weizen brauchen wir. Kommt hier noch rein? Und einen Granatapfel. Dann bau doch mal ein paar Bäume im Dings an, in der. Ja. Komm ich nicht mehr rein. Roulette, Olaf, ich habe Gamble für dich eingerichtet. Roulette gibt's nicht. Roulette gibt's nur bei mir, glaube ich, aber das ist russisches Roulette. Mussten bin hier. Autsch. Gibt halt wirklich russisches Roulette im Chat. Wie funktioniert das dann? Wer stirbt? Der es auslöst, der setzt sich halt das an den Kopf und drückt quasi ab. Und wenn er erwischt wird, dann wird er, glaube ich, für 10 Minuten gebannt. Cool. Das müsste ich auch mal machen. Achso, ich habe die Sounds gar nicht angemacht. Stimmt, ich habe meinen. Entschuldigung. Tut mir so leid. Das musst du gleich nochmal probieren, Xeli. Olaf hat 2000 Salat vergambelt. Vergambelt. Aber ich glaube, ich kann nicht verlieren. Denkt an die Zeit. Ja, bin schon wieder zurück. So, jetzt kannst du quaken, Xeli. So, also ich hole heute Bäume, dann werde ich vorher nochmal Holz hacken gehen. Also den nächsten Tag, also nicht der ankommt, sondern der nächste, dann können wir, glaube ich, den nächsten Stall bauen. So wird halt, man braucht immer 100 Hartholz und du kriegst unten höchstens um 12 raus. Ich schlafe übrigens schon wieder. Guten Nächtler. Ich muss jetzt zumindest sicherheitshalber gleich mal mein Dings wenden. Wenden? Mein Fischfilet-Dingens. Wahrscheinlich weniger Fisch gesehen hat als alle meine vegetarischen Gerichte zusammen. So, das soll mal in der Mitte wenden.
vom Backvorgang. Ich kann Blitzableiter herstellen. Juhu! Hey, wir haben ja keine. Cool. Dann stell mal welche her.